Aufgabe B 2.5. Das fertig gebastelte Set liegt ausgebreitet auf dem Tisch. Berechnen Sie den Flächeninhalt A der vom Tischset bedeckten Fläche. Also man soll jetzt den Flächeninhalt dieser rot umrandeten Figur berechnen. Dafür muss man sich erstmal überlegen, wie komme ich überhaupt auf diese rot umrandete Fläche? Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine wäre zum Beispiel folgende. Ich berechne erst den Flächeninhalt des kompletten Trapezes. Von diesem ganzen Trapez muss ich ja wieder Sachen wegschneiden. Zum Beispiel hier den Kreissektor DIH. Und auf der anderen Seite den Kreissektor CGF. So, jetzt sind noch diese kleinen Teilstücke hier zu viel. Wie bekomme ich die? Nun, da muss man sich jetzt einen kleinen Trick überlegen. Ich sage jetzt einfach, ich schneide jetzt hier das komplette Dreieck weg. D, E, C. Das Dreieck D, E, C schneide ich mit weg. So, dann fehlt aber wieder dieser Sektor E, G, H. Nun muss ich den halt wieder ankleben. Also nochmal, ich nehme das komplette Trapez, schneide diese beiden kleinen Sektoren hier weg und um diese beiden Teilstücke noch wegzubekommen, schneide ich auch zusätzlich noch das große Dreieck weg und klebe dann diesen Kreissektor wieder an. Also Fläche des Trapezes minus Sektor minus Sektor minus Dreieck plus mittlerer Sektor. So, jetzt muss ich nur noch die gegebenen Sachen ausrechnen. Flächeninhalt des Trapezes. Da haben wir wieder unsere Flächenformel für unsere ganzen Vierecke. Und für das Trapez gilt, Flächeninhalt ist 1/2 mal a plus c mal h. Überlegen wir, was ist die Seite a, was ist die Seite c. Seite A ist die Strecke AB, C ist die Strecke CD und die Höhe wäre die Höhe dieses Trapezes. Nun, die kennen wir allerdings noch nicht. Das heißt, die muss jetzt erst berechnet werden. Zum Beispiel liegt die so drin mit einem rechten Winkel. Geht es hier zwar durch die ganzen Beschriftungen, aber soll es nicht weiter tragisch sein. So, wie bekomme ich jetzt die Höhe? Suche mir ein Dreieck, wo diese Höhe drin liegt. Benenne ich noch hier unten den Punkt, meinetwegen. Es ist noch übrig, Schnittpunkt. Liegt zum Beispiel in dem Dreieck ACS. Ist ein rechtwinkliges Dreieck. Welche Größen kennen wir? Die Strecke AC zum Beispiel und den Winkel mit 33,6 Grad. Also können wir sagen, Winkel, Gegenkathete ist gesucht, Hypotenuse ist gegeben. Welcher Satz arbeitet mit Gegenkathete und Hypotenuse? Aha, der Sinus. Na so. CS wollen wir berechnen. Also
folgt daraus, Sinus von 33,6 Grad ist gleich Gegenkathete, das ist die Strecke CS, geteilt durch die Hypotenuse, also die Strecke AC, die haben wir auch schon berechnet mit 61,1 cm. Und dann bekommen wir die Länge von CS heraus. Das wäre jetzt wieder mit Hilfe des Solvers lösbar. Oder wir gehen über die Umformung. Dann folgt für CS ist gleich 61,1 cm mal Sinus von 33,6 Grad. Geben wir den Taschenrechner ein. Und erhalten dann eine Länge von ca. 33,8 cm. So, das ist also gleichzeitig auch mein h. Setze ich es in die Flächenformel von oben ein. Also die Fläche des Trapezes ist 1/2 mal AB waren 60 cm plus CD. Haben wir auch schon mal ausgerechnet, 41,8 cm. Mal die Höhe mit 33,8 cm. Und das gibt einen Flächeninhalt von 1720,4 Quadratzentimeter. Trapez haben wir also berechnet. So, gehen wir auf die Sektoren. Erst der Sektor DIH. Zur Information, der Sektor CGF ist genau gleich groß wie der Sektor DIH, also können wir auch zweimal den Sektor DIH abziehen. So, wir schauen wieder auf Seite 35 der Formelsammlung nach. Dadurch lässt sich die Fläche wie folgt berechnen. Radius Quadrat mal Pi mal Mittelpunktwinkel durch 360 Grad. Mache ich in dem Fall noch eine 1 dazu, wenn wir nachher nochmal einen Sektor berechnen müssen. So, was ist der Radius dieses Sektors? Das ist die Strecke DH, die haben wir oben ausgerechnet, also 11,2 cm zum Quadrat mal Pi mal, jetzt brauchen wir noch den Mittelpunktswinkel. Nun, den haben wir oben auch schon mal berechnet, das waren die 71,4 Grad. Berechnen wir die ganze Fläche noch, dann erhalten wir einen Flächeninhalt von 78,2 Quadratzentimetern. So, das ist der Sektor DIH. Sektor CGF ist wie gesagt gleich groß. Gehen wir aufs Dreieck DEC. Überlegen uns, was von der Flächenformel wir ansetzen können. Bei Dreiecke kennen wir ja drei Stück. Die Determinante wird wohl wegfallen, weil wir keine Punktkoordinaten haben oder Vektoren. Also überprüfen wir mal 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Wenn wir als Grundseite die Strecke DC nehmen,
haben wir die Höhe hier schon gegeben mit EK, die ist uns auch schon bekannt. Also können wir die Fläche gleich ausrechnen. Die Fläche des Dreiecks ist also 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Nehmen wir jetzt beides mal 1. 0,5 mal Grundseite ist die Strecke CD, mal die Höhe ist die Strecke EK. CD hatten wir berechnet mit 41,8 cm und EK waren die 13,9. Ergibt also einen Flächeninhalt von 290,5 Quadratzentimetern. So, zum Schluss fehlt noch der Sektor EGH, also dieser hier. Wir brauchen einen Mittelpunktwinkel, der ist bekannt mit 112,8 und wir brauchen den Radius. Ja gut, das ist nichts anderes als EK, also können wir die Formel bzw. den Flächeninhalt auch gleich berechnen. Also die Fläche von EGH lässt sich berechnen aus Radius mal Pi mal Mittelpunktwinkel durch 360 Grad. Setzen wir ein, Radius mal die Strecke EK mal Pi mal Mittelpunktswinkel waren die 112 Grad, 112,8 Grad durch 360 Grad, für EK die 13,9 Zentimeter zum Quadrat mal Pi mal 112,8 Grad geteilt durch 360 Grad. Geben wir den Taschenrechner ein. Und das ergibt dann ungefähr 190,2 Quadratzentimeter. So, jetzt noch zum Schluss. Entsprechend der Formel hier nochmal zusammenfassen. Also Trapez minus zweimal den Sektor DIH minus die Fläche des Dreiecks und dann am Schluss nochmal den Sektor wieder hinzugezählt. Setzen wir ein. Das Trapez war 1720,4 Quadratzentimeter minus 2 mal die 78,2 Quadratzentimeter minus das Dreieck mit 290,5 Quadratzentimeter plus 190,2 Quadratzentimeter. Noch einmal den Taschenrechner eingeben. 0,4 ergibt dann eine ungefähre Größe von 1463,7 Quadratzentimeter.